arbeitet seit 23 Jahren ehrenamtlich beim Radioklinik Funk Wiesbaden. Die Ausbildung als Mediengestalter in Bild und Ton setzte seinen Grundstein für kreative Arbeit, moderne Bildführung, außergewöhnliche Blickwinkel und spannendes Storytelling. Als freiberuflicher Regisseur hat er nun die Regie für die League of Legends Turniere in Berlin übernommen. Hallo und herzlich willkommen zum Medienforum mit Weider 2019, Jakobus Schneider. Vielen herzlichen Dank. Zu Beginn gleich mal eine Frage. Bist du denn selbst als Gamer in die Szene gekommen? Nein, bin ich in der Tat nicht. Also ich habe sowohl das Spiel noch nicht gespielt, das ich jetzt seit 6 Jahren begleite, als auch zu Hause privat Online-Gaming oder überhaupt Computerspielen, Handyspielen, muss ich ehrlich sagen, ist überhaupt nicht mein Ding. Tut der Sache aber keinen Abbruch. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, jetzt auch die Regie für das League of Legends Final zu übernehmen? War das schon immer so ein persönlicher Traum auch, das zu machen? Also wenn man in der Branche ist, ist das auf jeden Fall ein Traum. Ich bin aber dazu eher zufällig gekommen, ehrlich gesagt. Das begann bei der Gamescom 2013. Da war Riot mit einem großen Event in der Gamescom in Köln und hat einen Ü-Wagen-Dienstleister gebraucht, die eben in Köln das Ganze produzieren. Und damals habe ich bei dem Ü-Wagen-Dienstleister gearbeitet und bin mit ins Boot gekommen, bin direkt bei der Veranstaltung als Bildmischer aktiv geworden. Den Regisseur haben sie damals selbst mitgebracht aus Los Angeles. Und das war im Grunde mein Einstieg. Und direkt im Anschluss an die Gamescom hat Riot angefangen, in Köln die eigene europäische Liga zu produzieren. Und das war für mich der Einstieg. Die kannten mich dann quasi von der Gamescom und sagten, der Jack, der kann das, der versteht, was man da machen muss und der kann den Mischer bedienen. Vielleicht können wir den auch in Köln weiter einsetzen. Und irgendwann sind wir von Köln nach Berlin gewechselt und da bin ich brav mitgewechselt. E-Sport und große Live-Übertragungen sind ja auch ein recht neues Konzept in der Medienwelt. Worauf muss man bei der Regie von E-Sports-Übertragungen besonders achten? Vor welche Herausforderungen wird man dabei gestellt? Also zum einen hast du recht, die Übertragungen sind in der Tat sehr, sehr groß. Also wir produzieren hier nicht mit irgendwie 3-4 Kameras, sondern gerade bei League of Legends produzieren wir mit 25 bis 35 Kameras, was wiederum sehr viel klingt. Wir brauchen die Kameras aber in dieser Anzahl, weil der Sport an sich ja erstmal sehr langweilig ist. Also sprich, ich habe 10 Spieler auf der Bühne sitzen, die alle vor einem Computerbildschirm sitzen. Sprich, ich sehe die eigentlich auch gar nicht richtig. Das heißt, ich brauche erstmal Kameras, um die darzustellen. Wir haben also auf jedem Monitor eine einzelne Kamera, damit ich den Spielern erstmal ins Gesicht gucken kann, damit ich sehe, wie reagieren die beim Spiel, freuen die sich oder ärgern die sich vielleicht oder sind die sogar traurig, unterhalten die sich mit ihrem Spielnachbarn etc. Und dann habe ich weitere Kameras in der Arena, um das Ganze drumherum abzufrühstücken. Sprich, um zu zeigen, wie kommen die auf die Bühne. Das sind ja alle Stars. Für die Community sind die Spieler alle Stars. Sprich, ich muss die auch wie Stars zeigen, ich muss die wie Stars behandeln. Das heißt, ich gebe denen einen vernünftigen Auftritt. Das ist mit Licht gekoppelt, mit Nebel, mit toller, heroischer Musik und natürlich mit einem Steadicam-Gang zum Beispiel oder mit einem tollen Kranflug oder vielleicht fliegt die Kamera auch quer durch die Arena an einem Seil. Also ich brauche ganz verschiedene Kameras, um dieses Event E-Sports interessant zu machen, um den Unterhaltungsfaktor von einem eigentlich im ersten Sinne langweiligen Sport interessant zu machen, um so ein bisschen den Entertainment-Faktor interessant zu machen und groß zu machen. Inwiefern unterscheidet sich denn die Regie dann von normalen Live-Übertragungen, sage ich jetzt mal? Die Spieler sind ja normalerweise hinter ihrem PC. Die sind 8 Stunden normalerweise, wenn sie im Training sind, pro Tag in ihren Gaming-Häusern, die sind gefühlt nicht am Tageslicht. Wenn die auf die Bühne kommen, müssen die aussehen wie Superstars. Das ist eine Herausforderung für mich als Regisseur. Sprich, ich muss mein Drumherum sowohl mit den Kameras als auch grafisch, als auch das komplette Storytelling redaktionell, nimmt auch die ganze Redaktion mit ein, so bauen, dass die Spieler und damit auch das Spiel, was sie spielen, toll und gut aussehen. Dass es Sinn macht, dieses Spiel zu spielen, dass andere Leute sagen, hey, geil, ich will weiter League of Legends spielen. Und das macht die Sache teilweise nicht einfach, weil ich vielleicht bildgestalterisch was anderes machen würde. Ich würde vielleicht eher gucken, oh, dem ist eine Wasserflasche umgefallen, zeige ich das nochmal. Oder oh, der kriegt seinen Stecker von seinem Keyboard nicht rein. Oder ne, da, da, da. Oder der ist vielleicht gestolpert, komm, ich zeige es mal als Slow-Mo. So würde ich es beim normalen Sport machen. Das mache ich hier alles nicht, weil ich die einzelnen Charaktere aufbauen will. Ich möchte die emporkommen lassen, ich möchte die wie Heroes aussehen lassen. Und das ist anders als normalerweise. E-Sport nimmt ja gerade bei der jüngeren Zielgruppe einen immer größeren Stellenwert ein. Also
Studien zeigen, dass rund jeder dritte 16- bis 39-jährige Deutsche regelmäßig anderen Gamern per Online-Stream beim Zocken zusieht, wodurch E-Sport-Streaming inzwischen sogar die Sportschau hinter sich lässt. Meinst du, dass E-Sport in Deutschland größer werden kann als klassischer Sport, insbesondere Fußball? Ja, ich glaube, die Möglichkeit ist da, ehrlich gesagt. Die Frage ist, ob wir das alles noch erleben, also wie schnell das geht. Wenn der Hype so weitergeht, wie er momentan geht, dann könnte das durchaus passieren, zumindest was die Zuschauerzahlen angeht, also was die realen Zahlen am Ende angeht. Ob das in der Gesellschaft so ankommt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich, weil es wird weiterhin die Bolzplätze in den Vierteln geben und wir werden immer noch mit 45.000 Leuten ins Fußballstadion gehen. Ja. Trotzdem, was halt nicht auffällt, ist, wenn 3 Millionen Leute zu Hause abends League of Legends gucken und ich nachmittags aber in einem Fußballstadion mit 40.000 Leuten war. Also da kommt ein Missverhältnis her, aber trotzdem würde ich sagen, dass das realer Sport gefühlt immer noch der Standard bleiben, auch wenn es vielleicht nominell nicht mehr der Fall sein wird, sondern E-Sport vielleicht da überholen wird. Auch bei Politikern und Politikerinnen wird ja darüber immer heiß diskutiert und die Meinungen gehen da auch ziemlich weit auseinander, ob E-Sport jetzt wirklich richtiger Sport ist. Nimmt man die Diskussion wahr und wie stehst du selbst dazu? Die Diskussion nimmt man auf jeden Fall wahr, ob das E-Sports ist oder nicht. Ich persönlich sehe es ganz klar so, dass E-Sports auf jeden Fall Sport ist. Denn wenn ich sehe, wie die Spieler bei uns im Studio oder oft in der Arena sich anstrengen, sowohl körperlich als auch mental, als auch geistig, wie die sich vorbereiten, dann ist das auf jeden Fall Sport. Die haben eine unglaublich hohe Klickfrequenz in ihren Fingern, sprich, die haben auch eine körperliche Beanspruchung. Die Hand-Augen-Koordination muss unglaublich hoch sein, das muss man trainieren. Man sagt, dass man ab einem Alter von 25 zu langsam wird, um League of Legends zu spielen, richtig gut zu spielen, weil die Hand-Augen-Koordination zu langsam wird. Insofern glaube ich, dass es auf jeden Fall Sport ist. Es gibt genügend Teams bei uns in der professionellen ersten Liga, die haben Mental-Coaches, die haben Ernährungscoaches, die haben Physios. Also das ist megamäßig aufgestellt, so wie eine normale Sportfußballmannschaft auch. Und insofern ist das auf jeden Fall Sport. Danke dafür erstmal. Abschließend habe ich noch eine letzte Frage. Du hast den Rekord mit den höchsten Peak-Viewers beim Halbfinale der Finals gebrochen. Was ist denn das für ein Gefühl? Ja, das war ein Mega-Gefühl, ehrlich gesagt. Das war super. Also als wir festgestellt haben, dass dieser Rekord gebrochen worden ist, und das Spannende ist ja, dass wir das war im Game 1 von dem Halbfinale, wir wussten das in Game 2 schon. Ne? Also das ist das, was ich vorhin so ein bisschen erzählte. Wir können sofort auf die Zuschauerzahlen zurückgreifen, weil wir sofort wissen, hey, wie viele Leute haben da zugeschaut. Wir müssen nicht auf den nächsten Tag warten und irgendwelche Schätzeisen bemühen, sondern wir wissen das auf den User genau. Das war ein super Gefühl. Also wir haben jetzt keine Sektkorken in der Regie aufgemacht, aber dass das natürlich am Ende durch unser Produkt, durch unseren Mischer, durch unsere Berliner Station durchgelaufen ist, das macht uns schon ein Stück weit stolz, ja. Dann danke ich dir an die Einblicke auf jeden Fall und ja, danke, dass du dir nochmal die Zeit für das Interview genommen hast und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Medienforum 2019. Vielen lieben Dank.